Willkommen zurück zu Part 4 von Miscreated. Ich könnte eine Gitarre aufheben, ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. So, wir müssen einmal noch eben hier den Loot auschecken. Jetzt hätte ich fast wieder das dreckige Wasser getrunken. Und echt aufpassen. So. Okay, wir ziehen definitiv den Motorradhelm an. Machen daraus ein Repair Kit. Das hier, Baseball-Bat. Ah, okay. Wir hier. Achso, ich dachte, das wäre ein Behälter für Wasser. Oh! Wir haben das erste Getränk gefunden, eine Plepsi. Sehr schön. Da ist auch schon das nächste Haus. Kommen wir so ein bisschen an so Basics, glaube ich, wa? Wäre schön, wenn wir ein bisschen Munition finden würden. Entweder für die Makarov oder für unsere Schrotflinte. Dass wir uns wenigstens irgendwie ein bisschen verteidigen können. Was steht denn da? Ja, Radieschensamen. Solange wir keine Base haben, brauchen wir auch, glaube ich, nicht die Samen. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber wüsste nicht, was ich mit den Samen soll, wenn ich denn keinen festen Platz habe, wo ich die Pflanze. Survival Knife, das könnte wahrscheinlich nützlich sein. Ah, warte mal. Was haben wir denn hier? Melee Damage, 23 Melee Damage. Okay, können wir da mal etwas machen? Repair Kit wieder. Also das Hackebeil war definitiv besser. Da ist ein Straßenschild, also schon mal ein erster Anhaltspunkt. Wo, wie und was? So. Amalgamated Airfield, das klingt doch interessant. Sultan Woodhaven. Airfields sind hier nach links. So, das heißt, wir müssten jetzt ungefähr da unten in der Mitte sein, denke ich. Weil die Airfields sind südwestlich. Hinten sind noch mehr Gebäude. Sultan Woodhaven ist da. Mich nochmal hier eben in den Busch, so ein bisschen. So, hä? Drück doch M für Map. Los. Da. Ah, mit Tab kann man auch die
sich vor das Gesicht halten. Und man kann sogar reinzoomen. Nice. Sultan ist da. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Einquest. Sultan, aber Sultan. Weder ein Sultan noch ein Woodhaven. Ich gehe zu den Airfields, was soll's. Dachte, ich hätte da was rascheln gehört. Müsste ja hier der Weg sein, denke ich. Hoffe ich. Da ist ein Fluss oder sowas. Stand da? Okay. Get Nailed Sawbird. Okay, dann kann ich den hier droppen. Für den nehmen. Das ist natürlich heftiger, denke ich. Ja, wenn alles klappt, ist nächste Station Airfields. Okay, hier ist oh, da ist was. Ah, ist aber kein Player, das ist so ein Zombie. Hier ist irgendwie eine Kreuzung und ein interessantes Gebäude. Den mache ich weg, den will ich nicht bei mir im Rücken haben. Blutungen gab, ne? Das hatte er. Ah, okay. Warte mal, bevor... Wir müssen sowieso trinken, denke ich. Wie kann ich die jetzt kontrollieren? Inspect, da. Hit Inspect. This item appears to be fine. Denke ich das jetzt? Und nehmen jetzt mal hier die Maten. Die sehen auch fein aus. Sehr schön. So. Weiß nicht, ob das scheint irgendwie mal so eine alter Laden gewesen zu sein oder sowas. Inventory? Insert Coin? Lol. Was? Kann ich hier was einlegen? Nee. Was ist das? Auch wieder. Hä? Okay. Ja, keine Ahnung, was das ist. Interessant. Aber ich fühle mich hier nicht wohl, also. Lasst uns die Biege machen. Hier rein. Ja.
Komm, geht doch mit Sicherheit, oder? Mist. Aber gibt es hier kein Straßenschild oder so? Ich möchte schon gerne mal wissen, wo ich jetzt bin. Ich habe mir gedacht, ich folge jetzt weiter der Straße, weil auch wenn ich auf die Map gucke, ups, werde ich nicht so, ja. Ich dachte MS Map, der schaltet glaube ich einfach nur durch, wa? Werde ich nicht so richtig schlau. Es könnte die Brücke sein nach Pinecrest oder nach Sullian. Weil da ist noch eine Tankstelle eingezeichnet. Mal gucken, wenn da eine kleine Ortschaft gegenüber ist, dann ist Sullian oder was da stand, eigentlich ja, möglich. Aber ich sehe da gar nichts. Ich sehe da halt einfach nichts drüben, ne? Also es ist eine Brücke, die ins Nichts führt. Aber da hinten ist ein Gebirge. Vielleicht hilft mir das. So, da hinten ist ein Gebirge. Das heißt, ja, ist jetzt die Frage, ne? Ich glaube, wir sind nördlich von Pinecrest. Mal gucken, da macht der See einen Schlenker. Ich weiß nicht, ob wir den sehen. Wir gehen mal auf die Brücke, auch wenn das riskant ist. Versuchen uns von dort aus mal ein bisschen zu orientieren. Und so langsam muss ich mich auch wieder ein bisschen um Nahrung kümmern. Das ist nämlich das andere Problem, was wir haben, ne? Habe ich festgehangen. Pfütze sieht ganz cool aus. Da macht er auf jeden Fall einen Schlenker. Richtung Gebirge. Und da hinten ist noch eine Brücke. Okay, das sind ja schon mal zwei. Und das Meer anscheinend. Es könnte aber auch einfach die begrenzte Sichtweite sein. Aber hier haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Orientierungspunkte. Einmal die Brücke da hinten. Der Schlenker hier und hier teilt sich das Meer sogar nochmal. Der Fluss. Der Fluss. Runde mal. So. Ah, auf 5 öffnen wir die Map, okay. Und der teilt sich hier. Wir könnten natürlich auch. Ah, okay. Wir sind wahrscheinlich in Woodhaven. An der Brücke zu Woodhaven müssten wir sein. Und zwar südlich davon. Das heißt, wir laufen jetzt hier auf Horsehoe Beach zu, beziehungsweise auf diese kleine Teilinsel und müssten dann da hinten nach einem Rechtsknick wieder auf eine Brücke stoßen. Oder ist die da? Da ist die wahrscheinlich. Ja, das gehen wir mal. Das gehen wir uns mal anschauen. Vielleicht finden wir ja noch raus, wo wir sind. Das Wasser sieht eigentlich von hier auch ziemlich nice aus. Hm. Gut, von der Länge her war es das für diesen Part. Ich nehme natürlich jetzt noch weiter auf, dann schon direkt den nächsten. Und ja, ob wir richtig liegen oder nicht, seht ihr dann im Laufe des nächsten Parts. Aber ich denke, entweder da oder da hinten müsste noch eine Brücke sein. Ich denke eher da. Und dann geht es dahin zum Airfield. Ich bin gespannt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und natürlich könnt ihr mir auch einen Daumen nach oben lassen. Da lassen, wenn ihr mich einfach nur supporten wollt, weil das Video dann gepusht wird. Ich freue mich in jedem Fall. Und bis zur nächsten Folge. Bye bye.